Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein kleines, aber feines Unboxing-Video für dich. Und zwar geht es um den Lookfantastic Sockel. Irgendwie so. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe hier tatsächlich die Männersocke, denn die Frauensocke ist noch irgendwie unterwegs. Ich hatte tatsächlich auch schon einmal eine Frauensocke separat bestellt, die bis heute noch nicht geliefert wurde. Dann habe ich im Black Friday Sale die Frauensocke mit der Männersocke bestellt und jetzt ist nur die Männersocke eingetroffen. Vielleicht kommt sie nächste Woche, ich weiß es nicht. Ich werde es dann auf jeden Fall online stellen und jo, ne? Die Männersocke fühlt sich sehr schön an. So ein bisschen wie Wildleder, würde ich sagen, ne? Von der Haptik her, aber auch ein bisschen flauschig. Also sehr, sehr angenehm und sie ist schön groß, sie ist sehr schwer und man könnte theoretisch... Ja, sie hat hier halt so ein Bändchen, ne? Da kann man das theoretisch so aufhängen. Ist aber 1A wirklich so zum Nikolaus zum Verschenken. Und ja, ne? Finde ich ganz cool. Man konnte sie kaufen oder kann sie kaufen für 55 Euro. Im Black Friday Sale konnte man die für, ich glaube, 38,50 kaufen. Dafür habe ich die gekauft. Und ja, manche haben die sogar noch günstiger bekommen, weil die noch irgendwelche anderen Rabattcodes hatten, die die mir dann geschickt haben. Da war es aber schon zu spät. Genau. Man kann die auch kaufen, indem man die Glossy Points von der Glossy Box einlöst. Und es ist der Wahnsinn in Tüten oder in einem Strumpf. Ich glaube, Christmas Stocking heißt das Ding. Lookfantastic steht hier ganz dezent drauf. Jetzt so mal allein so zum Weiterverschenken, hätte ich das wahrscheinlich schöner gefunden, wenn es nicht drauf gestanden hätte, ne? Weil dann kannst du es tatsächlich jedes Jahr erneut irgendwie auch zu Dekozwecken aufhängen. Ich denke, ich werde das auch dekorativ aufhängen, aber naja, so. Genug der Worte, wir schauen nun hinein und lassen den Worten Taten folgen. Hier haben wir als erstes Produkt, ich lege sie mal kurz hin, Aveda Men Pure Formance Grooming Clay. Texture and Strong Pliable Control. Was bist du? Was ist das? Weiß ich nicht. Was ist das? Work small amount between palms and apply evenly through damp or dry hair. Ach, das ist für Haare. Ach so, eine Grooming Clay. Mhm. Grooming heißt irgendwas mit Styling, glaube ich. Jo, das ist ein Pöttchen von 75 Millilitern. Hier war auch kein Heftchen oder sonst irgendwas mit dabei. Das finde ich immer ein bisschen schade, wenn du sowas dann bekommst, ne? War ja auch bei der Black Friday Box leider nicht mit dabei. Und das hier ist ja richtig so eine Pomade. Jo. Riecht angenehm kräuterig. Hm, mag ich leiden. Wird aber definitiv irgendwie anderweitig weitergegeben, weil mein Freund stylt sich seine Haare nicht. Aufgrund der fehlenden Länge, würde ich mal so sagen. Ja, ne? Cool. Okay, dann schauen wir nochmal rein und greifen raus. Aqua Minims von Botanical Nobilis. Hä? Eine Seife ist das. Botanical Soap. Le Couvent. Le Couvent? Mhm. Da hatte ich, glaube ich, auch schon mal was von. Also sieht hübsch aus, sind 150 Gramm. Das ist eine Seife. Okay, was soll diese unfassbare Seife machen? Cleanses and delicately perfumes your skin. Apply to damp, dry skin, then rinse. Avoid contact with eyes. Also das ist quasi eine Reinigungsseife fürs Gesicht. Okay, aber halt nicht für die Augen. Ich denke, sowas können auch Frauen verwenden. Das müssen ja nicht nur Männer sein, ne? Ich mag jetzt ehrlich gesagt nicht so gerne Stückseife. Ja, haben wir jetzt so bei uns nicht wirklich stehen. Wenn, dann würde ich mir ein Seifenstück in meinen Kleiderschrank legen, um das Ganze zu parfümieren. Aber das ist dann auch so ein bisschen Verschwendung, oder? Finde ich so ein bisschen. Da kann ich das besser weiter verschenken. Aber dafür bietet sich ja auch so ein Strumpf an, um den weiter zu verschenken oder teilweise Inhalte an so zu verteilen, ne? Und dann vielleicht selber befüllen nochmal mit Süßigkeiten oder so. Genau, ich denke, das werde ich auch zu Nikolaus tatsächlich machen. Ja, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Produkt, was für uns sinnvoll ist. Also sinnvoll ja, aber was wir so verwenden. Wobei das ja auch eher eine Gesichtsseife ist, ne? Ja, kann man machen. Aber ich bin kein Fan von Gesichtsseifen. Ich glaube, mein Freund auch nicht. Ich kann ihn ja mal fragen, aber ich glaube nicht. So, Espa.
Espamen Moisturize the Hydrator Lightweight Hydration for a Smooth and Supple Finish. 35 ml sind hier enthalten und das soll einfach eine leichte Feuchtigkeitslotion für das Gesicht dann wahrscheinlich sein. Ja, sieht sehr, sehr schön edel aus, in so einem hellbraun, also gefällt mir auch von der Optik her richtig gut. Das muss ich sagen, das ist hübsch. Das ist echt hübsch. Hat einen Pumpspender, Pumpspender sind immer toll. Hat hier so nicht den Duft raus, aber ich mache das jetzt nicht auf, weil sowas ist ja auch immer nur begrenzt haltbar. Ne? Das ist ganz cool. Das ist das erste Produkt tatsächlich von den dreien, was mich jetzt auch wirklich so erfreut, wo ich sage, ja, das kann man halt echt gebrauchen, ne? Na gut, aber hier ist ja noch mehr drin, hoffe ich. So. Good to know. Vitamin E and Cucumber Extract, also mit Gurkenextrakt, ist das 200 ml Eco King aus Dänemark. Okay, das ist dieses Produkt. Achso, hier steht drauf. Ein Cleansing Gel, ist das wieder? Das ist Fresh Mild Scent, also ein frischer, milder Duft ist das. Face and Body Cleanser. Also du kannst damit dein Gesicht und deinen Körper reinigen, also quasi Duschgel. Ich kann das jetzt nicht aufmachen, weil es ist noch voll verschlossen. Das ist natürlich frech. Ich will riechen, Leute. Ihr müsst mir die Option geben, riechen zu können. Weil so riechst du nichts durch. Es riecht einfach nur nach nichts. Schade. Ja, ja. Warum ist da so ein Topf abgebildet? Ne? Da ist ein Topf drauf. Kannst du nicht mit kochen. Oder kommt das irgendwie von der Marke? E-Cooking Man. Mit einem Wasserhahn. Ich verstehe den Sinn hinter der Marke noch nicht so ganz, Leute. Da ist ein Wasserhahn, dass man das wahrscheinlich mit Wasser verwenden soll. Dann E-Cooking Men. Also, weiß ich nicht. Ich verstehe das Produkt nicht. Ich würde es als Duschgel bezeichnen. Okay, das waren jetzt 4 Produkte. Und dann habe ich hier von Barber Grade Tonics Hawkins and Brumble oder Brimble Natural Grooming. Okay. Elemi and Ginseng Facial Scrub. Oha. Das ist ein Gesichtspeeling. Das ist aber riesig. Also da müssen die Männer tatsächlich, ja, hier steht es auch drauf. For the modern man, our grooming products are cut from a difficult cloth. We have received traditional barber grooming rituals using simple natural ingredients. Exactingly crafted in England and tailored to complement the modern man's lifestyle. Made in the UK. Ja, okay. Also wirklich für den modernen Mann. Entwickelt in London mit 125 ml. Okay, das ist ein sinnvolles Produkt. Männer sollten ihre Gesichtshaut, ihre Haut allgemein mehr pflegen, sollten auch gerne mal ein Peeling verwenden. Aber da finde ich 125 ml schon mal ziemlich krass. Da hätten sie vielleicht ein größeres Duschgel reinmachen sollen, sage ich jetzt mal ganz blöd. Ja, für sensible Haut. Es riecht halt auch echt männlich, ne? Also ein Hauch von Moschus hast du da schon mit bei. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich das gerne verwenden würde, um das mal so zu sagen, ne? Ja. Kannst du dann halt auch nicht zweckentfremden. Ja, ja. Begeisterung noch nicht so richtig. Okay, die Socke ist leer. Das, was mich am meisten an dieser Socke begeistert hat, ist die Socke tatsächlich. Die Produkte an sich waren jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so meins. Also vielleicht hätten die auch mit beischreiben können, dass es eher so für Männer ist, die sich mehr trauen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte diese Socke für 55 € in der Theorie für meinen Freund bestellt, hätte ich mich wahrscheinlich ziemlich geärgert, weil das doch so ein bisschen ein Schuss in den Ofen gewesen wäre, um das mal so zu sagen, ne? Also begeistert mich persönlich nicht. Gibt aber bestimmt Leute, die es begeistert, deswegen möchte ich da auch keinem auf den Schlips treten. Aber ja, also wird bei mir zu Hause jetzt nicht so gut ankommen, um das mal so zu sagen. Das ist schwierig. Ich meine, es gibt heutzutage doch auch so Bartöle. Vielleicht wäre so ein Bartöl ganz cool gewesen, um das mit reinzupacken, denn das ist ja, ne, fast jeder Mann hat ja irgendwie, wobei du auch überall Bartöle mit drin hast, aber trotzdem hätte es mit in die Socke gepasst, meiner Meinung nach. So ein Gesichtsscrub finde ich per se ganz gut, aber verwenden auch nicht so viele. Eine Gesichtsseife ist schon irgendwie derber, männlicher, ne? So rustikaler, hat auch irgendwie sowas für sich.
aber ich bezweifle, dass mein Freund das verwenden würde. Aber naja, ne? Das war jetzt auf jeden Fall die Christmas-Stocking-Geschichte, Santa-Stocking von Lookfantastic. Ich blende hier mal den Gesamtwert der Produkte ein. Wird hoch sein, aber die Frage ist halt wirklich, ist es einem das wert? Ne? Nur mal so in den Raum gestellt. Aber gut, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!